kannst nicht einfach ein Loch in die Oberfläche des Mars schießen. Portal bereit. Natürlich können wir das und damit herzlich willkommen zurück. Na, alles gut bei euch? Ja, bevor ich die groß rumquatsche, würde ich sagen, wir legen gleich wieder nichts mit Mission los. Aber ich habe irgendwie noch eine Batterie, die ich eingeben oder abgeben kann. Und ich würde sagen, ich werde die erstmal los, ne? Die Wächterbatterie. Ganz schnell. So, ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal hier die zweite rein. Damit haben wir dann quasi ein. Was bekommen wir hier für das? Ich glaube, das ist ja. Da bekommen wir doch einen Punkt, glaube ich, hier. Für die Waffen, für die Rüstung, irgendwas. Ich vergesse noch, was diese große Münze sein soll. Oder dieser Taler oder Diamant, was auch immer. Oder das ist, glaube ich, ein Waffenpunkt. Genau, das ist ein Waffenpunkt, oder? Nee, siehst du, Patronenanzugspunkt. Genau, den haben wir jetzt voll gemacht. Das ist doch so mal schön. Haben wir noch mehr? Ach, wir haben noch drei zur Verfügung. Krass. Warte mal, dann bevor ich das hier alles hier ausgebe. Ich habe nämlich eine schöne... was anderes entdeckt und da gehen wir jetzt gleich hin. Ha, ich bin nicht bescheuert hier. Hallo. So, und zwar wollte ich jetzt mal hier hin, das habe ich von entdeckt. Ich habe das Schiff wirklich nicht so noch komplett gar nicht erkundet. Dem Schiff könnte man sogar eine eigene Folge widmen, habe ich das Gefühl. Weil man hier so viele geile Sachen machen kann. So, einmal eingesetzt, sehr schön. Und dann Nummer 2. Yes. Wunderbar. Oh, das ist ein neuer Anzug, ja? Hey. Das ist quasi der... das ist so ein bisschen wie der Predator-Anzug, oder? Ja, nur ein bisschen. Können wir nochmal hier hochlaufen und gucken, was hier jetzt noch so Schönes gibt. Das ist zu... der heilige Anzug des heiligen Kriegers. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mit der nächsten Mission. Den Anzug haben wir jetzt freigekriegt. Das ist einfach nur ein Design. Ich hatte mal so ein bisschen ein paar Bonus, aber den hat man dann eben doch gar nicht. Das ist schade, aber egal. Wie gesagt, los, komm. Wir starten die nächste Mission. Das Portal ist geöffnet und los geht's, würde ich sagen. Jetzt eine neue Waffe bekommen? Keine Ahnung, auf jeden Fall geiler Auftritt von uns selber und ich hoffe, wir können jetzt mit der Kanone in den Mars. Die Energiequelle der BFG 10.000 dürfte dich ebenfalls interessieren. Ich wurde unterbrochen gerade von Dr. Hayden. Auf jeden Fall, wir haben schon gewarnt, dass das leer kommt. Sehr gut. Auf jeden Fall, wie hast du das gemacht? Du kannst dich teleportieren, ne? Da war doch was. Komm, verpiss dich. Geh weg. Hallo, ihr Süßen. Na, alles gut? So, einmal nochmal ein bisschen anbrennen. Wir brauchen ein bisschen Rüstung, genau. Ja, geht noch ein bisschen her. Einmal zack und zack. Auch nochmal. Sehr schön. Ja, zurück auf jeden Fall. Wir wollen ja mit der Kanone in dem Loch in den Mars schießen, dass wir den letzten Priester erwischen. Also von daher, das ist unsere Mission. Hat auch schon gereicht. Ah.
Ja, nach ewig langer Suche haben wir es eigentlich gefunden. Dann mal hier durch, bitte. Bam. Rüstung. Vielen Dank. Leben zurück. Sehr schön. Immer schön weiterfeuern. Boah. Oha, von wo denn? Jetzt, erledigt, sehr schön. Einmal und einmal, oh, übertrieben. Schön aufgerissen, Sinnere. Aber noch ein bisschen Rüstung hier, kommen wir nicht ran, alles klar. Einmal abknallen, sehr schön. Und einmal zu hacken, genau. Läuft doch ja alles so, wie es sein sollte. Und dann haben wir jetzt die nächste Knarre. Hoppa. Jupp. Danke. Und hier, brennen. Brennen. Upsa. Haben ihn gleich Kopf vom Körper getrennt. Das war keine Absicht. Aber wir sind in den Raum, wo wir wollten. Genau, hier wollten wir ja nämlich hin. So, wir sind teleportiert zum nächsten Ort. Oha. Warum wird er sich vorgestellt, der Kollege hier? Alter. Warnung. Slayer Bedrohungsstufe auf Maximum. Okay. Irgendwo Leben für uns? Nein, natürlich nicht. Wieso? Warum würde es auch Leben geben für uns? Der doch hier. Nee, auch nicht. Wo ist der Dicke? Alter. Digga, Moment, ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Na los. Slayer Bedrohungsstufe auf Maximum. Knappe Sache hier. Na komm her. Okay. Nicht. Wow. Der ist ja krass schnell unterwegs. Komm, ich brauche Leben. Danke. Dankeschön. Okay. Jetzt haben wir ihn. Ja, er ist umgefallen durch den Charge. Okay, wir haben ihn angecharged und er ist umgefallen. So muss es auch sein. Einmal, vielen Dank. Sehr gut. Boom, sehr schön. Hoch, 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 bevor das Vieh wieder zu sich kommt und wir haben ein Problem dann. Wollen wir natürlich nicht. Dankeschön. Das ist ja okay. Wow, voll daneben. Wow. Wow, nein. Was ist das? Oh, haben wir nochmal Leben bekommen? Ja, ein bisschen. Aber wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, sonst sind wir gleich tot. Alter Schwede, was geht denn hier wieder ab? Was ist denn das da hinten? Also, der lebt doch gar nicht, der lebt ja noch. Fuck, ich dachte, der wäre tot. Nein, das darf doch nicht passieren. Ach man, scheiße. Das ist so passiert manchmal. Auch hier würde ich mal sagen, haut mal richtig auf den Like-Button und ja, like das Video. Dankeschön. Mit Schmackes und so, ne? So richtig schön reinhauen. So. Ne? Danke. Einmal Leben, dankeschön. Einmal die Waffe wechseln, genau. Einmal. Ja, dankeschön. Dankeschön. Okay. Oh, einer von oben, einmal direkt selber reingerammt. Sehr geil. Geiler Schild. Boom.
Oha. Wir haben nur ganz wenig Leben und der... Nein, nein. Sehr gut, wir müssen die Fresse rausreißen und einmal voll in Zeitlupe schön gekillt. So muss das sein. Das ist echt fies, wenn die so ein bisschen Dings haben, Rüstung. Die sind schon so ätzend, weil die können schnell austeilen aus kurzer Distanz. Mach das, feuer ruhig ab. No, jetzt gibt's weiter hier, wa? Oh, Autschi. Was ist das? Oha. Okay, das ist kein besonderer Anschein, aber den kann man einfach... Oha, aber das würden die geil als der andere, ne? Oh ja, schön getroffen. Hä, wieso bekriegen die sich denn, die Jungs? Achso. Danke, einmal. Ah. Uah, was ist denn das für ein Vieh? Wo ist denn das jetzt? Da oben, ne? Nee. Jetzt haben wir es erledigt, sehr gut. Alter. Oh Mann. Ich glaube, wir machen mal als letztes, anders können wir es ja. Schaffen wir das hier gar nicht, oder? Das ist doch richtig schwer jetzt hier. Flupp, muss ja auch mal sein. Wo ist denn der Verrückte? Und das ist ein kleiner. Eigentlich war das ja anders, ne? Weil mit der Waffe hier. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Hier. Eigentlich musst du den hier so. Ah. Den schafft man dann nicht so einfach, oder? Jetzt haben wir ihn. Oh, sehr gut. Warte. Nein. Oh, Leben, 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 Leben haben wir nicht bekommen. Scheiße. Oh, wir haben noch ein Leben. Das ist aber nett. Okay, er hat ein bisschen weniger Leben als der... Und tschüss. Einfach den Kopf weggeballert. Als der Boss-Fight. Aber das war ein bisschen übertrieben, muss ich ja mal sagen, ne? Wenn man jetzt so vergleicht. Oh, komm, renn nicht weg. Oh, was kommt jetzt? Zugang verriegelt. Sie wissen, dass du hinein willst. Laut Plan gibt es auf der Brücke eine Wartungsluke. Mhm. Ab in die Luke. Oh, wir können die Leiter hoch. Sehr schön. Ja, bitte. Der Port wird sich selbst zerstören. Sie sollten aufbrechen. Und ich dachte schon, wir dürfen einfach so gehen. Nein, natürlich nicht. Wir müssen uns einfach jetzt hier durchballern. Hör mal auf. So eine krasse Waffe haben wir jetzt bekommen, ne dann? Ja, lolo. Alles finito, alles tot. Die Waffe ist ja übertrieben und das ist quasi die Munition dafür gewesen, richtig?
Ich habe es ja nicht gelesen, was der Dings von uns wollte. Ach, wir sind schon gleich bei der Oberfläche. Mit den Kapseln der Einrichtung solltest du zum Marskern gelangen. Oh. Doch von hier aus können wir sie nicht erreichen. Alles klar. Nein! Der Sprung wird ein bisschen knapp, oder? Angeblich soll er das ja schaffen. Nein. Na dann. Oh, wir haben es geschafft. Oh. 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 Haben wir nochmal diese kranke Waffe da am Start? Ne, haben wir nicht, aber ist egal. Oh Gott, jetzt habe ich mich durch den Druck von der linken Waffe da hinten fallen lassen. Sehr gut, ganz clever. Einmal rüber. Hä? Schwerkraftbedingt? Dann musst du kurz warten, aber wann kann wieder springen? Da bin ich angezeigt, oder? Sehr gut. Hey Kollege, danke. Renn mal ein bisschen. Ja. Na? Okay. Erledigt. Glaube ich, jetzt gleich nochmal eine Runde Action hier geben, ne? Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, ja. Ohne Action hier rauszukommen. Na, da unten schießen sie doch schon aufeinander los. Alles erledigt. Na, jetzt haben sie gemerkt, weil die wahre Bedrohung ist. Ne? Die ballern sich dort selber die ganze Zeit, aber die wissen gar nicht, wer die wahre Bedrohung ist. Na dann. Auf ins Gefecht. Komm, gib mal ein bisschen her. Ja, ja. Oh! Alter! Was? Der hat mich zerfetzt mit einem Schlag. Das geht doch gar nicht. Nein, ich komme ja gar nicht dazu. Also dieser schnelle Typ, der geht mir richtig auf den Sack. Das ist so mein, das ist so mein Kryptonit. Dieser schnelle Scheißkämpfer, mit dem habe ich echt ein Problem. Alter, was ist denn das? Ha! Ah, wir haben das Tor dann gefunden. Das holen wir uns dann gleich, ne, bevor wir jetzt geschlachtet werden. Ja, einmal weg damit. Das, dann haben wir schon ein bisschen Ruhe. Ja. Upsa. Ja. Okay. Einmal weg hier. Wo ist er? Wo ist denn der schnelle Typ? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nee, ich habe ihn nur gehört. Boah. Ja, weiß er nicht. Erledigt. Tschüss. Ja. Und raus hier. Alter Schwede. Wow, dein Leben, sehr gut. Zwar nicht viel, aber wir haben Leben bekommen. Shotgun. Wow, sehr gut. Jetzt. Wow, verstärkt das so noch. Leben bekommen, sehr schön. Okay. Nein, haben wir keine Leben genug. Oh, Mist, nicht genug Munition, meine ich. Wir müssen jetzt rumrennen. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Schuss bekommen. Hier. Wir brauchen nämlich Leben. Ja. Ja, einmal danke. Ohne können wir nicht weiterkommen. Das ist wirklich ziemlich sehr schwer. Wo ist er denn? Da. Einmal zack, zack. Stütze, 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 Stütze. Ey, meine Fresse. Oh, ein Fragezeichen haben wir. Ach geil, das Vieh kenne ich ja noch gar nicht. Na, kommen wir jetzt eigentlich hier raus oder nicht? Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone. Manuelles Laden initiiert.
Das ist eine Waffe, kein Teleporter. Er hat sich schon was dabei gedacht, würde ich sagen. Besuchen Sie Jessica in der... Oh, wir dürfen uns noch was aussuchen. Dann haben wir alle, wir haben allerdings aus großer Entfernung, das können wir noch nehmen, das Ding, genau. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen roten Platz frei, das wäre auch ganz schön. Und nehmen Sie an der UAC-Sterblich-Behandicapten-Blutspende-Aktion teil. Sehr gut. Fast, wir haben fast alle Runen eingesammelt, ne, die man so haben kann im Spiel. Und einmal da rein. Das Ionenkatapult ist ausschließlich für Kaliber 85 Munition der UAC gedacht. Hör mal auf. Er ist so ein Psycho, alles klar. Nice. Ladevorgang. Feuer. In 3, 2, 1. Oh Mann. Hier geht's nochmal weiter. Ganz kurz mal eine Pinkelpause machen. So, jetzt haben wir hier alles abgeräumt und so muss das sein, ne? Genau so muss das sein. Alles abgeräumt. Ja, noch ein bisschen Rüstung rumliegen, brauchen wir alles. Was ist das? Alter. So, weiter im Programm. Nein. Sehr gut. Nein! Oh! Ich dachte eine Wächterbatterie, aber die doch nicht. Habe ich mich vertan. Aber hier drüben ist eine, ne? Ja, das ist der auch nicht. Oh. Ja, wir haben es geschafft, sehr gut. Können wir einfach hier durchspringen, ne? Sehr gut. Natürlich kommen schon die ersten Viecher an. Nimm das. Nimm das. Und du das. Ja, erledigt. Was war das? Alter, setz doch hoch. Da haben wir die Rüstung einsammeln, sehr stark. Also manchmal verstehe ich die Bewegung nicht von den Kollegen, aber hier macht jemand voll viel Kraft gerade. Warte mal, wir können zurückfeuern, das ist kein Problem. Wo ist er denn? Hier. Na egal, wir kommen jetzt zu ihr rüber. Boah, wir haben es geschafft, Alter, mit Dach und Kraft. Boah! Hat's gereicht? Nö. Auch nicht. Jetzt sind zwei Teile geschossen. Was haben wir noch? Ah, hier sind ein paar kleine Punks, so, die machen wir Platz. Komm, die müsst jetzt ein bisschen leiden. Euch quäle ich jetzt ein bisschen. Also dich quäle ich jetzt ein bisschen. Definitiv rennen erleben, ja, ja. Ja. Und zack. Ich sag euch, quäl ich ein bisschen, ihr kleinen Mistviecher. Nächster Eingang und durch. Haben wir noch irgendwas hier? Oh, was ist das? Aber nicht. Na. Ah ja, fuck. Ja, damit. Ja. Nimm das. Ey, reicht aber jetzt, oder? Ist erledigt. Okay, wo haben wir jetzt die nächsten Viecher? Wer will was von mir? Vergiss es, mein Freund. Nicht mit dem Doomguy.
Und einmal geöffnet. Sehr schön. Ja, ja, wir müssen mal kurz nachher weg. Wir haben echt gerade ein kleines Problem. Boah, Alter. Hau ab, Mann. Wir brauchen definitiv Leben. Wir sind ganz schnell. Oh, ein gesteckter Dämon. Was denn für einer? Ach, der hier. Ja, du bist ja noch ganz entspannt. Kann nicht weg, Kollege. Hier, nochmal. Noch ein. Noch ein und das war's. Na, danke, dass du gekommen bist. Du bist nämlich nicht so ein schwerer. Was war das? Ah, hier. Hau ab. Ja. Danke. Wurde auch erwischt, das Vieh auch geil. Komm mal her. Ja, wir brauchen nämlich Leben, das haben wir wieder verloren. Meine Fresse. Ich weiß gerade, dass die Folge ziemlich lang ist, aber denk daran, dieses Video zu liken, indem du einfach mal kräftig auf den Like-Button haust. Dankeschön. Ach, einmal raufdrücken, Dankeschön. Ab in die Kapsel. Berechne die Flugbahn zum Mars. Kalkuliere Schubvektor. Start in 3, 2, 1. Planetare Eintrittsphase. Rechnen Sie mit Turbulenzen. Verlorene Stadt Hebet. Es gab sie schon vor deiner Zeit mit den Wächtern. Das Slipgate bringt dich nach Sentinel Prime, wo sich der Priester versteckt. Alles klar. Wir sind auf dem Mars angekommen und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich für heute die Folge und danke, dass du wieder eingeschaltet hast, beziehungsweise ihr, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und tut mir einen Gefallen. Ich sag's auch hier an der Stelle, lasst mal ein Like da. Dankeschön. Und falls du es noch nicht getan hast, dann einfach mal meinen Kanal abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, dein Damir, aka Bian Kroate. Mach's gut. Adio. Tschüss.